Wir werden jetzt das Thema, ich habe in der Pause gemerkt, es gibt doch unheimlich viele Fragen und Feedbacks und deswegen dieser Part jetzt so ungeplanter war, aber vielleicht doch ganz gut passend, weil das Interesse ist riesig, deswegen vertiefen wir jetzt das ganze Thema der Steuerung und Regelung, der Komponenten und dann der Beispiele aus Frankfurt von Holger Reul. Und deswegen jetzt in geballter Kraft zu dritt. Genau, so machen wir das. Danke für deine Unterstützung. Yeah. Ja, also wir kommen wieder zurück zu dem System selber an sich, was für Komponenten das verbaut werden. Wir verbauen Volumenstromregler, die wir von Scharko nutzen. Die werden betrieben mit schnell laufenden Motoren. Das sind jetzt einmal in runde Version oder in eckige Version. Die sind vom Material her Stahl verzinkt und haben hier schon drauf diesen Prozessor, also diesen eigentlichen Hauptrechner, dieses Gehirn von der ganzen Anlage, wo dann eigentlich das alles übernimmt, kommuniziert miteinander in der Anlage, also quasi dafür sorgt, dass die ganze Anlage autark auch funktioniert. Die Volumenstromregler oder beziehungsweise der Hauptrechner, der ist, Aerosol immun. Ja, da haben wir gerade gut, genau. Weil wir haben gerade eben in der Pause das Thema gehabt, da kam der Einwand, wir würden das ja vielleicht auch ganz gern bei uns machen, aber was ist denn, wenn Fette mit reinfliegen, das System, Volumenstromregler und Fett, das passt einfach nicht zusammen. Also da kann man, ich sag mal, in Anführungszeichen Entwarnung geben. Es kann natürlich keiner ausschließen, dass nicht jetzt wie in dem Falle, dass die Abscheider noch in der Spülmaschine stehen und es wird trotzdem angefangen zu kochen. Das könnte ja rein theoretisch passieren. Dann kann natürlich unser Exiklon-Abscheider auch nichts bewirken. Ja, dann fliegt das Fett durch und landet zwangsläufig dann auch in den nachgeschalteten Komponenten. Aber wirklich in Verbindung gerade mit unserem Abscheider sind die verbauten Volumenstromregelsysteme, die wir einsetzen, absolut unempfindlich gegen eventuelle Belastungen, die da noch drin wären in der Küchenablauf. Ja. Also wir bauen die Systeme ja schon sehr lang und sehr häufig ein und wir haben absolut null Reklamationen, dass irgendwie Volumenstromregler falsch arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten, weil sie durch Fett verschmutzt werden. Man muss sich halt über die Zahnrädchen, Holger, die ich am Beginn des heutigen Vortrags vorgetragen habe, man muss sich über die Zahnrädchen Gedanken machen, das Erfassen, das Absaugen, das Kondensieren, das Abscheiden, wie es der Vitali dann gezeigt hat, mit den weiterentwickelten Abscheidern, die wir hier rechts stehen haben, dann sind wir in der Abluft trocken und dann bleiben wir trocken. Auch ich wurde es gleich jetzt hier in der Pause gefragt, solche Komponenten, Küchenabluft, seid ihr euch da sicher? Und ja, da sind wir uns sicher. Wenn wir über sich die ersten Zahnrädchen unserer mechanischen Uhr Gedanken machen, die ausführen, dann bleiben wir in der Abluftkanalstrecke trocken. Aber da muss man sich halt bis hin zum Zahnrädchen-Kondensation Gedanken machen. Und wenn ich 2, 3, 4 oder alle Zahnrädchen nicht beachte und dann mit solchen Komponenten in die Abluft, ja klar, dann versagen sie. Also genau. Es ist halt ein weiteres Zahnrädchen, das sich aufbaut auf unserem Uhrwerk der Küche. Deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass man zu einem frühen Stadium bereits in die Planung eingebunden wird. Ja, dass man wirklich schon, das fängt an mit der Luftmengenberechnung, mit der Platzierung der Erfassungseinrichtungen, wie führt man die aus, welche Überstände, an welche Stellen, klar gibt die Norm da einiges vor und macht Aussagen, aber manchmal muss man einfach auch gucken, wie sind die Kochgeräte zueinander angeordnet. Wenn ich einen Mittelkochblock habe und genau gegenüber an der Wand steht ein Kombidämpfer, dann passiert Folgendes, wenn der Kombidämpfer aufgemacht wird, gibt es so einen hohen Druckstoß, dass der Dampf schießt mit einem Druck raus auf den Kochblock und dann macht mir die komplette Thermik kaputt. Ja. Auch so Dinge müssen berücksichtigt werden. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass diese Zahnräder, wie du es gesagt hast, ineinander eingreifen, dass man möglichst früh in einem frühen Stadium von so einem Projekt gleich mit eingebunden wird und dann entsprechend diese Parameter berücksichtigt kann. Und dann bleiben wir in der Abluftkanalstrecke trocken. Genau. Und dann riecht sie vielleicht noch, für Geruch gibt es dann andere Systeme, Granulate, UVC, wo man Geruch bearbeiten kann, aber wir bleiben in der Abluftkanalstrecke trocken. Mein Vitali hat mal diese Aufnahme hier gemacht. Da kam niemand Geringeres als der Haustechnikchef von der Meierwerft zu uns, weil er wollte sich genau über das Thema informieren.
kann eine Abluftkanalstrecke nur mit den Themen, die wir jetzt euch vorgestellt haben, trocken bleiben, weil auf den ganzen Schiffen wird alles zugeballert mit so UV-Systemen, weil die ja Fett verbrennen können und weiß Gott, was da alles behauptet wird. Und dann kam der Haustechnikchef, der Meierwerf, zu meinem Vitali, und meinem Vitali fällt nichts Besseres ein, als mit dem in Ort und zu einem ganz einfachen Chinesen zu gehen. Und ich sage, bist du verrückt, du kannst nicht mit so einem Mann da in so einen einfachen Chinesen gehen. Und er hat gesagt, doch, ich bin zur See gefahren auf einem NATO-Schiff als Koch, Herr Vitali. Und der muss eine Küche sein, wie es auf dem Schiff abgeht. Und mit Vitali ist mit dem in diese Küche gegangen, hat er diese Bilder gemacht. Und das hat selbst so jemanden überzeugt. Und kann ich da sagen, was ihr da aufgenommen habt? Ja, also das war wirklich unvorbereitet. Also das war ein asiatisches Restaurant, der da in einem kleinen Raum, relativ kleinen Raum, sehr viel Essen zubereitet und permanent. Der sagte mir, dass er da, glaube ich, sechs Liter die Woche das, was abgeschieden wird, wieder rausnimmt, was er damit macht. Ja, ich hoffe doch wegschütten. Aber das ist tatsächlich, was da abgeschieden wird, 6 Liter, was da rausgeht. Jetzt waren wir am Freitagnachmittag dort und der reinigt aber jeden Dienstag. Also die Hauben werden jeden Dienstag gereinigt. Ja, das ist jetzt mal, da haben wir einfach so einen Abscheider von vorne angeschaut und dann haben wir den rausgenommen. Und das war schon erstaunlich, wie trocken doch das dahinter war. Also das ist, also ob ein Abscheider richtig funktioniert, sieht man an sowas. Also das ist ein Bild, das einen Abscheider darstellt, der richtig funktioniert. Das heißt, der ist vorne komplett beschlagen. Das heißt, ich habe vorne Aerosoltröpfchen oder Rußpartikel, die sich da absetzen. Das ist unvermeidlich, weil es eben im Thermikstrom mit drin ist. Aber eben hinter der Haube, jetzt sieht man das, was man hier sieht, das sind die Aerosolen, die abgeschieden werden dahinter im Abluftraum. Das ist komplett trocken. Das ist das, was ich gemeint habe. Und genau. Hier sind die Zahnrädchen im Eingriff. Kondensieren, erfassen, absaugen, abschalten, mache ich es nicht. Ja, dann habe ich halt 50 Meter Abluftkanal und dann, klar, dann habe ich mit meinem Volumenstromregler unter Umständen ein Problem, ist 2-3 Mal jetzt schon in der Pause angemerkt wurde oder im Wärmetauscher oder im RLT-Lüftungsgerät. Genau. Ja. Ja, also das hat uns dann auch nochmal unterstützt oder sichergestellt, dass wir eigentlich mit dem Volumenstromregler in der Küchenabluft auch durchaus arbeiten kann. Also das bis jetzt hatten wir noch keine Schwierigkeiten. Und wie gesagt, die Sensoren selber an diesen Messstellen sind auch unempfindlich. Wie die genau aufgebaut sind, können wir dann noch zur Pause nochmal ansprechen oder besprechen. Auf jeden Fall sind die Volumenstromregler, wie wir die sehen, vom Scharko, wie wir die einsetzen und mit dem Hauptrechner von Schneiderelektronik und mit den Sensoren von uns ergibt sich dann eine Anlage, die völlig autark funktioniert und durchaus ausgesetzt wird. Also das ist jetzt auch in der Zuluft wird auch so ein Volumenstromregler eingesetzt, der das genauso steuert. Also man kann sagen, pro Kochzone hat man im Prinzip 2 solche Volumenstromregler und 2 solche Prozesse, also Rechner, Prozessoren, die dann das erfassen, was der Sensor angibt. Und wichtig ist auch miteinander über ein Cat6-Kabel kommunizieren. Also die Kommunikation untereinander ist wichtig, die läuft dann über ein Cat6-Kabel. Wir bauen ja praktisch ein Bussystem auf und in diesem Bussystem kommunizieren alle Teilnehmer, die ja irgendwo über IP-Adressen bekannt sind, die kommunizieren miteinander und das ist ein intelligentes System, das muss man so ganz klar sagen. Es ist irgendwie eine sture Steuerung, die nach irgendwelchen vorparametrierten Größen arbeitet, sondern wir passen uns halt wirklich dem Bedarf an, der Ist-Situation, die gerade beim Kochen vorherrscht und dieses System ist intelligent. Kommuniziert über den Bus miteinander und das ist halt, sagen wir mal, der Vorteil von der ganzen Sache. Was gerade in der Pause noch angemerkt wurde zu mir, was wirklich ein super Hinweis war, deswegen nochmal danke, dass es ist kein Monitoring, also es war ein Monitoring in der Entwicklung. Das weiß ich noch, wo Bernd Rost und Andreas Nagel, Bernd Ruhwinkel in der Entwicklung bei uns in Sersheim waren, da haben wir das Monitoring betrieben, also praktisch Daten gesammelt.
was ist der Differenzdruck vom Filter, was für einen Blendenwert ergibt sich, was haben wir zuluftseitig für Differenzdrücke, damit das druckstabil geregelt werden kann. Hat Schneider ganz viel Daten gesammelt und hat es dann in ihre Steuerung und Regelung damit gefüttert, weil wir konnten natürlich das nicht Labor zur Küchenlüftung 1:1 übernehmen. Also da haben wir praktisch Daten gesammelt und ausgewertet und dann praktisch das entwickelt, was wir jetzt heute einsetzen. Und das war eigentlich das Monitoring. Deswegen der Hinweis in der Pause, nochmals danke, da war schon richtig. Also jetzt ist es eben ein intelligentes System, das regelt, aber das ist jetzt kein Monitoring mehr im normalen Betrieb. Ja, intelligente Steuerung. Ja. Ja. Ja, hier sieht man mal, wie das dann aussieht, wenn die Volumenstromregler, die bei uns entsprechend im Werk vorparametriert werden, programmiert werden, die sind praktisch versandfertig. Da sieht man das mal, da stehen die bei uns im Versand auf Paletten, die werden dann nochmal sauber und sicher verpackt, dass nichts passiert. Und in dem Zustand gehen die praktisch dann im Vorfeld in schon einem relativ frühen Projektstadium. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt kann es durchaus sein, dass auch gar keine Haube oder kein Deckenkörper oder sonst irgendwas von der eigentlichen Küchenlüftung produziert wurde, aber die Bauteile für die RSC sind schon fertig, programmiert, parametriert und stehen versandfertig bereit. Wir gehen dann, wie gesagt, in einem ganz frühen Stadium schon zum Lüftungsbauer, weil das, was wir vorhin gesagt haben, der Lüftungsbauer, die in sein Kanalnetz einbauen muss, und das ist oftmals Monate, bevor wir überhaupt in die Küche rein können oder bevor es überhaupt die Küche gibt, werden die dann vorab verschickt und so sieht das dann praktisch aus. Ja, ja, die werden vorab installiert, genau, verlassen auch ja, meistens ein Jahr, also das war jetzt ein Jahr, bevor wir überhaupt die Hauben installiert haben, genau. Sind die da eingebaut worden und ja, in dem Bereich, oder in dem Stadium ist aber auch schon alles programmiert, alles fertig, das heißt die VIP-Adressen, die benötigt werden, die werden da schon drauf gespeist. Und ja. Ja, aber das war schon ein Learning von uns, wo wir uns am Anfang unheimlich schwer getan haben. Also mit der Küchenlüftung, mit unserer Küchen, mit der Küchenhaube, mit der Lüftungsdecke kommen wir normal im Ablauf von dem Gewerk, sind wir einer der letzten. Also oft sind die Wände gefliest, manchmal sind sogar ungünstigerweise schon die Küchengeräte in der Küche und dann kommt als allerletztes eben die Haube rein und das müssen wir, wenn wir so eine Steuerung, Regelung mit dabei haben, sind das wirklich zwei getrennte Schuhe, Holger, wo man eben dann wirklich aufpassen muss, dass wir einmal unsere eigentliche Küchenlüftung haben, ganz zum Schluss. Aber all das muss natürlich in die Anlage rein, unter Umständen mal ein halbes Jahr, Jahr vorher. Ganz genau. Also das ist teilweise liegen wirklich sehr große Zeitabstände dazwischen. Aber wie gesagt, das ist halt so, das ist einfach geschuldet dem Bauablauf. Gut, das ist ja, sagen wir mal, für die Leute im Anlagenbau täglich Brot, dass, sagen wir mal, bestimmte Komponenten vorab geliefert werden. Wir waren das bislang in der Küche relativ, ist für uns ungewohnt, weil wir immer irgendwann, wenn die Küche beschichtet war oder irgendwas und wir konnten dann da rein, dann haben wir meistens unter Zeitdruck unsere Komponenten eingebaut. Immer. Jetzt sind wir halt, sagen wir mal, in der Technik mit drin durch diese Erweiterung, dass wir halt auch schon Komponenten haben, die vorab geliefert werden müssen. Aber das spielt sich ein, das ist also überhaupt kein Problem, kein Thema. Ja, also das ist eine Frage der Organisation, das funktioniert schon. Das ist, ja. Genau, und wichtig ist auch, ja, dass wir die Daten, die wir benötigen, die wir einspeisen, das heißt wie Luftmengen, wie die Zeiten, wann die Anlage laufen soll, wann die Anlage ausgeschaltet ist, läuft die Anlage im Dauerbetrieb oder muss da eine Grundlastlüftung laufen. Das sind alles Sachen, die dann auch ja, im Vorfeld entschieden werden, die dann hier in diesem Hauptprozess auch gespeist werden, drauf programmiert werden. Diese Prozesse, die Regelelektronik, die schiebt das dann dementsprechend an die Anlagen weiter. Ja, miteinander verbunden oder verdrahten, da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die sogenannte Daisy-Chain-Verkabelung, das ist ja nichts anderes, wie dass die Geräte praktisch hintereinander geschaltet sind und von Gerät zu Gerät durchgeschliffen wird, nennt man halt in der Fachsprache Daisy-Chain, oder die klassische Sternverkabelung, wo ich praktisch dann von einem Punkt aus immer sternförmig an jedes einzelne Gerät rangehe, hat halt den Nachteil, dass ich für den Fall einen höheren Verkabelungsaufwand habe, ich brauche halt einfach mehr Kabel, wie bei der Daisy-Chain-Thematik. Ja, das sind eigentlich so die zwei klassischen Varianten und wir können in dem System, wir sind klassischerweise im Bucknet-Bus drin, das ist jetzt nochmal das Bussystem,
was in den RLT oder in der RLT-Technik oder überhaupt in der Gebäudeleittechnik maßgeblich eingesetzt wird. Genau, oder halt dann Modbus, das ist schon die nächste Folie, genau, Modbus. Kommt ja mehr aus der Automatisation, wo die Maschinen miteinander korrespondieren. Da kommt eher der Modbus her. Wir können beide Systeme und dann werden auch teilweise dann Gateways eingesetzt, um diese Systeme miteinander zu verbinden. Also da sind wir, sagen wir mal, total offen und können jedes System, was da am Bau vorhanden ist, entsprechend mit abbilden. Also von den Kabeln her, da brauche ich ja im Prinzip, ja, zur Kommunikation reicht ein Cat6-Kabel, die dann miteinander oder untereinander verschlossen oder verkabelt werden. Dann braucht jedes Gerät Spannung, 230 Volt, genau. Anschluss, ja, und das war es eigentlich auch. Und Schneider, also das ist nicht so, dass wir das alles an uns gerissen haben, also da treten wir wirklich als Team auf, also klar, über uns läuft es, aber beim Einfahren, beim Hochfahren kommen dann die Spezialisten von Schneider mit uns im Team und fahren das ein, checken das und können sich online aufschalten zum Status abfragen. Also da arbeiten wir nach wie vor Hand in Hand und auch wir lernen da bei jedem Projekt noch von Schneider. Eigentlich sogar noch viel früher. Also ja. Auch teilweise, wenn die Planungsgespräche laufen, wir werden ja dann auch mit den Leuten aus der MSR-Technik bei den Ingenieurbüros, mit denen stehen wir dann auch in Kontakt und die fragen teilweise dann Dinge von uns ab, wo ich auch sage, okay, da stoße ich an meine Grenzen. Ja. Dann habe ich dann zum Beispiel einen Bernd Ruwinkel dabei, der sich per Teams mit zuschaltet und der mich dann unterstützt, der halt dann die Expertise hat, ja, und der genau sagen kann, das und das und das wird da gebraucht. Die IP-Adressen, das hängt so und so zusammen und mit der Verkabelung müsst ihr auf das und das und das achten und das gibt dann einfach ein Gesamtbild ab. Ja. Dann macht es auch Sinn, dass wir sagen, wir sind die Charco Group und ja, wir arbeiten Hand in Hand und das hinterlässt einen guten Eindruck und das macht auch dann einfach die Sache safe, auch für den Kunden nachher, dass er eine Planung bekommt und ein Produkt bekommt, wo alles absolut funktioniert. Ja, und man merkt halt in jedem Projekt, dass Schneider da wirklich tolle Erfahrung hat. Also ich erinnere mich noch an eines der ersten Projekte, wo wir praktisch das Monitoring gemacht haben, die Daten aufgenommen haben. Da ging es dann um irgendeinen Nebenzweig, ich glaube Zuluft war das, und der Bernd fragt mich, oh Sven, das müssen 400 Kubikmeter sein. Ich sage, ja, so ungefähr. Ah, ja, dann hat er auf seinem Laptop plus 390 gehabt, da habe ich gesagt, ja komm, 390 ist doch 400. Nein, das geht in Laboren überhaupt nicht, das ist das, was er dann am Nachmittag sein wird. Also die sind da hochpräzise und haben ein super Know-how, deswegen. Ja, selbst wir lernen da noch jedes Projekt. Also das ist wieder ein Beispiel, wo wir wirklich als Team der Gruppe auftreten. Ja. Genau. Ja, wie sowas in der Realität auch aussieht, haben wir jetzt drei Mitschnitte. Das ist, da wurde auch eine Technik so verbaut mit Induktionsunterstützung. Da sieht man jetzt im ersten Video, wie Fleisch gebraten wird, da steigt der Phrasen nach oben und da sieht man dann ganz genau, wie schnell erstens die Erfassung, wie die funktioniert und wie schnell das dann auch der Sensor reagiert und weggeht. So, jetzt hopp. Genau, also man sieht den Phrasen da hochsteigen, dann schaltet der Sensor auch ein. Also es verteilt sich auch nichts groß, das heißt, es wird sofort abgeschieden, sofort weggeführt und ist auch nicht mehr im Raum sichtbar. Als zweites Video haben wir Kombidämpfer, das ist immer so ein Killer in der Küche, wenn da mehrere Kombidämpfer in einer Reihe stehen, die werden ja benutzt, wahrscheinlich vier, also über eine längere Zeit sind die in Betrieb, wo eigentlich im Hintergrund was gegart wird und dann, wenn das gar gut fertig ist, dann wird einmal die Tür aufgemacht und dann kommt ein riesen Schwall raus. Und genau in diesem Moment muss die Abzugsanlage bzw. die Haube erstens in der Lage sein, dass den Phrasen, der da hochkommt, wie du das so schön gesagt hast, im Raum gefangen zu halten und dann dementsprechend so lange, bis es abgesaugt wird. Ja, und da ist dann auch so eine Sensortechnik ganz effektiv. Da sieht man das jetzt in diesem Bild, da hat man im hinteren Bereich einmal die Tür aufgemacht, man sieht es auch, wie die Luft richtig rübergeschoben wird durch die Induktion und wie schnell das geht, weil eben auch da die Haube, einmal die Abluft, einmal die Zuluft, das muss auch miteinander abgestimmt sein, so wenn der Sensor hochspringt, dass nicht nur die Abluft
alles wegnimmt, sondern auch ausreichend Zuluft schon da ist, mir das so weit rüberschiebt und die Gefahr nicht besteht, dass es zu viel wird oder zu wenig ist. Und das ist auch so eine Abstimmung. Jetzt im dritten Video sieht man das noch viel besser. Da werden wieder Kombidämpfer aufgerissen, wie es eigentlich nicht gemacht werden soll. Aber das ist halt in der Praxis unvermeidlich. Genau, hier sieht man es nochmal schön. Da geht die Tür auf und wir haben dann innerhalb von kürzester Zeit durch den Druckstoß, durch diese große Dampfmenge, den Erfassungsraum relativ voll. Gut, das ist eine große Haube, aber dann durch den Induktionsstrom wird der Phrasen direkt erfasst, in den Sogbereich geführt, an den Abscheidern und ist direkt weg. Und das ist halt wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen von der stehenden Anlage, erkennt die, detektiert das über die Fühler, fährt entsprechend die Luftmenge hoch und ich habe sofort den Erfassungsraum wieder frei. Also wir haben das mal gezählt, das ist jetzt wirklich ja, nicht länger als 3 Sekunden. Da war schon alles wieder in Bewegen, hat sich alles Das ist ein Fall, wo wir das feuchte Signal brauchen. Das Temperatursignal kommt zwar auch und klar, der Dampf hat auch eine entsprechende 60, 80 gradige Temperatur. Da ist das Temperatursignal trotzdem der Sensor über Temperatur zu träge. Also das ist was, wo das feuchte Signal viel schneller nach oben schießt und ein Signal gibt und dann halt eben auch schnell über die Klappenluft verschoben. Wenn man da mit dem RLT nachregeln würde, das wäre viel zu träge, viel zu langsam. Ja, aber man kann das ja auch am besten auch noch erklären an einem lebendem Beispiel, an einem Referenzobjekt. Ja, lebendem Beispiel ist gut. Genau. Also, das Projekt hatten wir vor vielen Jahren angefangen zu planen, vielleicht erzählst du einfach von. Ja, das ist ein Projekt, das hieß früher T-Rex Hybrid-Hochhaus, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Das ist ein Projekt, das ist in Frankfurt zwischen Messe und Uni-Gebäude ungefähr. Hybrid-Hochhaus aus dem Grund, weil es halt, sagen wir mal, hybrid genutzt wird, also es ist eine gewerbliche Nutzung drin über Hotels und Gastronomie. Und aber auch Wohnungen. Also das ist auch der klassische Wohnungsbau, das kommt ja sowieso immer mehr in Frankfurt, dass die Hochhäuser nicht nur für Büros genutzt werden, weil die Nachfrage und der Bedarf nach Büroflächen zwar immer noch da ist, aber aufgrund der riesen Anzahl von Gebäuden, die da gebaut werden, irgendwann auch gesättigt ist und deswegen werden immer mehr Wohnungen auch in die Türme reingebaut, in Nordwestzentrum da, da sind ja teilweise, was früher reine Komplexe waren, die Büros waren, also wenn man Richtung Flughafen fährt, links nach Niederrad, das sind alles Gebäude, das waren früher klassische Bürogebäude, die werden heute alle zu Wohnungen umgenutzt. Ja. Und hier war es halt so, dass wir hier mehrere Küchen drin haben. Wir haben also eine Großküche im 18. OG, glaube ich, war es, wo man dann halt auch einen tollen Ausblick hat entsprechend auf die Skyline. Da ist eine Gastronomie drin vom Hotel. Also wirklich eine große Küche. Und da war auch die Herausforderung, gerade das 18. Stockwerk, die Hauben da reinzubringen. Also das waren Hauben, ich kann mich erinnern, das war schon über 4 Meter lang, über 2 Meter breit. Genau. Aber ganz spannend, was wir dann, also die Fenster waren zu, da ging nichts mehr über das Fenster, ging es nur über den Fahrstuhl. Dann musste man die Hauben so stückeln, dass die wirklich in den Fahrstuhl reingeben. Und da gab es keinen Technikfahrstuhl, da gab es wirklich einen Personenfahrstuhl, mehr nicht. Also das war spannend, das war wirklich spannend. Und vor allen Dingen, wie gesagt, war ja nicht die einzige Küche. Wir haben dann noch im Erdgeschoss Küchen, wir haben im 3. OG Küchen, im 6. OG Küchen, im 18. OG Küchen und auch da war es so, weil das ja von einem Hotel genutzt wird, auch da war der Anspruch, dass die Anlagen miteinander kommunizieren. Ja. Dass man weiß, was passiert da, was ist da, wo kann ich Luft wegnehmen, warum soll ich ein Lüftungsgerät mit 90% laufen lassen, wenn in 3 Küchen gar nichts passiert. Und das ist genau das ist das, was wir mit dem System erreichen wollen, dass dann ein Gerät in der Teillaststufe läuft und trotzdem im 18. OG die Küche, die gerade genutzt wird, volle Luft hat. Früher wäre das undenkbar gewesen. Ja? Da wären ja die Anlagen Vollpower gelaufen, wir hätten da Luft durch das Gebäude gepumpt ohne Ende. Jetzt ist es so, das Gerät läuft bei 40, 50, 60% Teillast und im 18. OG, die haben 100% Luft, da wo sie brauchen. Ja, und das kann halt auch eingesehen werden. Wir haben eine Referenz am Stuttgarter Flughafen, die Mövenpick Hotelkette, da ist kein Spaß, deren IT sitzt in Dubai. Und die können sich einloggen und schauen, wie das Mövenpick Hotel, was in der Küche passiert, lastmäßig. Ja. Über GLT heute ist ja gar kein Problem mehr, ist das ja gar kein Ding. Also wie gesagt, das ist dieses Projekt, das hieß dann aber nachher 140 West, also weil es 140 Meter hoch ist. Der Anfang war T-Rex Hybrid Hochhaus,
Das ist ein anderes Projekt, das ist direkt im Messebereich neben Skyline Plaza. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Das ist eigentlich von der Architektur her praktisch fertiggestellt. Da ist das Gebäude in sich so verdreht, ja, die jeweils mehrere Geschossbereiche. Und da ist wirklich so, da war ich auch ganz früh in die Planungsphase mit involviert. Das hat ein Planungsbüro aus Kassel geplant, die auch in Frankfurt eine Niederlassung haben. Und da haben, das ist also vom ehemaligen Güterbahnhof, Güterplatzgelände in Frankfurt, wird das gerade gebaut. Und da haben wir praktisch alles, was wir so an Technik aufbieten können, reingepackt. Ja. Aber nicht, weil wir, natürlich, wir wollten es natürlich auch gern verkaufen, aber weil es letztendlich auch wirklich da Sinn gemacht hat. Ja. Weil wir haben auch hier wieder Küchen im EG, da ist die Küche im Erdgeschoss, ist auch ein Hotel drin. Die ersten 9 Etagen, glaube ich, sind Hotel. Eine sehr große Küche im Erdgeschoss und dann haben wir in den weiteren Etagen kleine Pantry-Küchen drin, wo wir zum Zeitpunkt der Planung auch noch gar nicht wussten, wie die genutzt werden. Ja. Also es hat geheißen, okay, da kann durchaus auch gekocht werden, da kommen auch Kochgeräte rein. Jetzt hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass in den Pantry-Küchen teilweise nur aufgewärmt wird. Das sind also Dinge, die man vorher gar nicht weiß. Und das ist natürlich dann wunderbar, wenn wir das System so einbauen können, weil wir dann nachher auch noch die Möglichkeit haben und können uns den Gegebenheiten anpassen. Ja. Aber da ist es wirklich so, da sind jetzt die bedarfsabhängige RSC-Steuerung ist drin, dann das Thema selbstreinigende Hauben, wo wir nachher oder gleich auch nochmal näher drauf eingehen, ist da drin. Das war auch wirklich absolut sinnig, weil da auch die Vorgabe war, es muss definitiv 100% sichergestellt sein, dass keine Keimbildung und so weiter im Abluftkanalsystem auftritt. Und da haben wir wirklich all diese Dinge. Ja, Feuerlöschanlage, UV-Anlage. Feuerlöschanlage sowieso, stationäre Feuerlöschanlage ist bei solchen Gebäuden, sagen wir mal, 100% Stand der Technik und muss gemacht werden, weil wenn es in so einem Hochhaus mal brennt, brauchen wir ja drüber reden, das weiß ja jeder, was dann passiert. Genau. Ne? Also das immer wieder bei den Uhrenvergleich, wo der Sven vorhin auch präsentiert hat. Also ich habe eine Haube, wo wirklich alles drin ist. Also da ist der Abscheider eigentlich ein Komponent, wo ja natürlich Hauptsache oder die Hauptaufgabe macht, aber dahinter und davor und Rohr, also das ist schon spannend. Man muss sich halt einfach die Zeit nehmen. Ja. Mir ging es gerade nochmal durch den Kopf, ich habe es vorhin erwähnt, wir planen gerade eine riesen Werkskantine mit SAP und da war am Anfang auch von der SAP Haustechnikabteilung, ja, wir brauchen eine Küchenlüftung, Bums, Plan zu uns. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so einfach ist das nicht, wir müssen über unsere Zahnrädchen reden. Und dann SAP Haustechnik, Küchenlüftung. Ich sagte, nee, darf ich euer ERP-System nehmen? In eurem ERP gibt es eine Lagerverwaltung, gibt es ein CRM, gibt es einen Vertrieb und da redet ihr doch auch über Module. Nehme ich es, kaufe ich es, ja klar, machen wir, Tagesgeschäft, ja, bei uns genauso. Und hat er sich Gott sei Dank die Zeit genommen, hat dem Vitali mal 4 Stunden zugehört und was war das Ende vom Lied? Ja, die Regelung muss ich unbedingt meinem Vorstand vorstellen, das hat ja einen Mords-Impact auf CO2-Fußabdruck vom ganzen Gebäude und so weiter. Ja, oftmals wird im Vorfeld natürlich gesagt, ja, würden wir ja gern machen, aber das sprengt das Budget, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Jeder macht sich ja Gedanken, bevor er so einen Bau plant, wie ist mein Kostenrahmen, was habe ich zur Verfügung, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also irgendwie, das ist dann auch manchmal ein Trugschluss. Man denkt dann, oh, ich muss jetzt da viel Geld investieren, klar, das kostet erstmal mehr, aber das hat sich so schnell bezahlt gemacht. Die Amortisation ist teilweise so schnell. Haben wir ja gerade in der Pause diskutiert. Genau. Ja, das zahlt sich halt auch aus. Man muss wirklich, man muss dafür offen sein. Man muss sagen, okay, ich schaue mir das zumindest mal an. Man kann sich ja auch, wir haben ja, wie gesagt, jetzt jede Menge auch Referenzen. Natürlich, man kommt nicht unbedingt in jede immer rein, weil teilweise die Betreiber von den Küchen das auch nicht unbedingt wollen. Wir haben aber Projekte, wo ich wirklich mit Leuten hingehen kann und kann das einfach mal demonstrieren und mal vorführen, dann gibt man irgendwo ein Gefühl dafür und auch vielleicht eine Sicherheit und dann sagt man, okay, das spreche ich vielleicht dann auch mal bei meinen Vorgesetzten an oder bei den Leuten, die fürs Budget verantwortlich sind. Ich denke mal, in ein paar Jahren, wie du vorhin gesagt hast, wenn reden wir über ganz andere Stückzahlen. Momentan ist es noch fast exotisch, wenn ich damit ankomme. Ja, ja, aber wir sind da in der Zeit drin, wo das eine Standardtechnik sein wird. Ja, das ist, wie gesagt, das ist, wenn man sich das vorstellt, dass wir wirklich unter 10%, und das kann ich nur bestätigen, vielleicht sind es sogar nur 5%, vielleicht auch in manchen Gebieten mehr, vielleicht bei mir ein bisschen mehr, weil, sagen wir mal, in Frankfurt mehr investiert wird wie woanders. Ja. Aber es ist wirklich es ist immer noch sehr, sehr, sehr schwierig, die Planung reinzukriegen.
Wobei jetzt natürlich die letzten Monate, bedingt durch die, den Riesenanstieg, durch die Energiepreise, die ja, was noch weitergehen wird, das mit Sicherheit sich ändern wird. Aber es sind halt schon viele zahlreiche und deswegen mal vielleicht nochmal die nächste Folie, jetzt, wo der Vitali vorstellen wird, das ist eine kurze Animation, wo es eben um Küchenlüftung 4.0 geht, abgeleitet aus Industrie 4.0. Das, was wir jetzt praktisch den ganzen Vormittag zusammen angeschaut haben, mal nochmal als so eine Abrundung, Zusammenfassung. Küchenlüftungen 4.0 von Rentschler Reven. Intelligent und innovativ. Pure Competence in Air. Luftreinigungsanlagen von Rentschler Reven zeichnen sich seit jeher durch innovative Technologie und intelligente Steuerungssysteme aus. Das weiß auch Meisterkoch Jean Flambeau. In seinem Restaurant hat er bereits eine Reven-Küchenlüftung in Betrieb. Jetzt plant er aber ein neues Restaurant mit Großküche und nur die neuesten Innovationen sind ihm gut genug. Deshalb trifft er sich mit Professor Schlau auf der Baustelle seiner zukünftigen Küche, um sich hier von ihm Küchenlüftung 4.0 ganz genau erklären zu lassen. Professor Schlau zeigt ihm alles auf, was eine wirklich intelligente Küchenlüftung auszeichnet. Er erklärt ihm, dass die meisten Küchenlüftungen Küchendünste einfach nur ansaugen. Anhand der Kerze demonstriert er, wie wenig effektiv das ist. Die Flamme anzusaugen, bis sie erlischt, kostet viel Kraft und man kann sich dabei sogar den Bart anbrennen. Auspusten ist viel effektiver. Und genau das macht das Induktionssystem von Rentschler Reven. Dabei ist die Erfassung der Kochdämpfe, das Capturing, jetzt noch effizienter und intelligenter. Die Induktion erfolgt einfach durch das Beschleunigen der Raumluft, die sowieso in die Küchenhaube nachströmt. Es muss keine Luft zusätzlich von außen in die Haube eingeblasen werden. Das reduziert den Platzbedarf und spart merklich Energie. Das Controlling, also die bedarfsgerechte Regulierung des Luftstroms, erfolgt mit Hilfe der RSC-Technologie Reven Speed Control. Dank neuester Sensoren, die noch kompakter und empfindlicher sind, weiß die Anlage immer genau, wo und mit wie viel Kraft Kochdämpfe angesaugt und Induktionsluft beschleunigt werden muss. Alle Öl- und Fetttröpfchen in den Kochdämpfen werden zu 100% in den innovativen X-Cyclone-Abscheidern der intelligenten Reven-Lüftungsanlage abgeschieden. Hierbei spricht man vom sogenannten Separating. Professor Schlau hat aber natürlich auch hier weiter geforscht. Die X-Cyclone-Profile der neuesten Generation mit Pfeilgeometrie sorgen auch in dieser Phase der Luftreinigung für deutlich mehr Effizienz. Am meisten beeindruckt Jean Flambeau aber der atemberaubende Intelligenzboost der gesamten Anlage. Die neueste Version des Systems erlaubt eine Einteilung des gesamten Kochbereichs in Zonen. Der Lufthaushalt kann in jeder Zone individuell geregelt werden. Die Lüftungsanlage weiß also, wo gerade gekocht wird und wie viel Lüftungsleistung über der Kochstelle erforderlich ist, um kontinuierlich für frische Luft bei möglichst geringem Energieverbrauch zu sorgen. Dank modernen Lüftungsklappen kann die Ab- und Zuluft innerhalb von Sekunden bedarfsgerecht zwischen den einzelnen Zonen verschoben werden. Dadurch kann die Küchenlüftung nahezu in Echtzeit gesteuert werden. Perfekt! Und Professor Schlau kann Jean Flambeau jetzt noch einen weiteren Wunsch erfüllen. Die Reven-LED-Leuchten über den einzelnen Kochzonen und die Lüftungssensoren kommunizieren jetzt ganz clever miteinander. So ist die Luft nicht nur sauber, sondern die Kochstelle auch perfekt ausgeleuchtet. Und die neuen LED-Leuchten erfüllen natürlich die Ökodesign-Richtlinie der EU, denn herkömmliche Leuchtstoffröhren sind wie Glühlampen eigentlich nicht mehr erlaubt. Für Jean Flambeau und sein Team ideal. Jean Flambeau ist Innovation sehr wichtig und er ist begeistert zu erfahren, was eine wirklich effiziente und intelligente Küchenlüftung nach modernem Industriestandard 4.0 ausmacht. Effiziente Erfassung der Abluft, Capturing, bedarfsgerechte individuelle Regelung nach Zonen, Speed Control, 100%ige Abscheidung von Schadstoffen, X-Cyclone, moderne energieeffiziente Beleuchtung, Reven LED. Mehr Informationen unter reven.de. Ja, das war jetzt auch nochmal alles zusammengefasst in einem Film. Hätte man einfach laufen lassen, Endlosschleife und fertig. Ja, es gibt ja, gut, das war jetzt soweit die intelligente Steuerung. Jetzt haben wir gelernt, erfassen, abscheiden, die Luftführung, was jetzt auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, die Wartung bzw. die Abscheidereinigung, was jetzt auch, ja, ich sag mal, ja, in Großküchen eine wichtige Frage immer wieder kommt. Ne? Ja, das hat ja vorhin gesagt, genau. Dass teilweise
Ja, reden wir in wirklich großen Küchen über 100, 200 Abscheider, die in den Erfassungssystemen verbaut sind. Und je nachdem, was darunter gekocht wird, wie stark gekocht wird, müssen die auf jeden Fall regelmäßig gereinigt werden. Bei manchen Küchen mag das reichen, weil das einmal die Woche passiert. In anderen Küchen ist es mindestens einmal am Tag erforderlich. Und dann wird dann in der Regel abends nach Kochbetrieb werden die Abscheider rausgenommen. Man kann sich vorstellen, die Hauben hängen mindestens 2 Meter, 2 Meter und 2,50 Meter hoch. Das heißt also, die Leute müssen irgendwo Leitern anstellen, aber man kommt dann bei einer Mittelhaube gar nicht an die Abscheider ran. Das heißt, man muss auf die Kochgeräte draufsteigen, muss dann über Kopf die Abscheider rausnehmen. Wenn es der Koch dann auch macht, also meistens ist es ja ein Putztrupp. Das hätte ich jetzt gleich noch gesagt, meistens macht das ja nicht der Koch, sondern es kommt ein Putztrupp irgendwann und die bauen dann irgendwas aus. Es kommt jetzt selten vor, es ist schon ein paar Mal passiert, dass Abscheider runtergefallen sind, haben teure Kochgeräte zerstört oder auch Leute sogar ausgerutscht sind, sind von der Kochstelle runtergefallen, dann hat man Probleme mit der Berufsgenossenschaft. Also es ist ein leidiges Thema und teilweise wird auch mit den Abscheidern miserabel umgegangen. Also die werden teilweise nicht gerade pfleglich behandelt und wir kriegen dann Beschädigungen, sind kaputt, die Anlage saugt dann Falschluft und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen sprechen wir jetzt über ein Thema, was wirklich wir als sehr, sehr wichtig empfinden und was ich auch eigentlich bei jedem Projekt immer anspreche, das ist die automatische Abscheiderreinigung Revex. Genau, die automatische Abscheiderreinigung an sich, ja gut, das sagt sie auch schon das Wort. Das heißt, die Abscheider werden vollautomatisch gereinigt, die Anlage muss nicht mehr so intensiv gewartet werden, indem ich jetzt täglich oder einmal in 14 Tagen oder wie auch immer, je nach Bedarf, je nach Verschmutzungsgrad, die Abscheider rausnehmen. Das heißt, hier sieht man jetzt im Bild so eine eingebaute Anlage. Die Abscheider sind gar nicht sichtbar und trotzdem sind sie geschützt unter so einem, ja, so einer Blende davor, wo dann die Luft oben angesaugt wird. Dahinter ist dann genügend Abstand, wo sich dann Druck bildet, wo dann trotzdem vollständig die ganzen Abscheider beschlagen werden und somit ihrer Funktion trotzdem gerecht werden. Das heißt, die Abscheidung ist nach wie vor da. Nur der wesentliche Vorteil hier ist, der Koch oder das Personal kriegt das gar nicht mit, wie da oben die Reinigung abläuft. Also meistens ist es dann in Intervallen, nachts, wenn gar nicht mehr gekocht wird, wird ja, die Sprüheinrichtung aktiviert über ein bestimmtes Programm, das geschrieben wird. Das heißt, es ist irgendwo eine Beimischpumpe, wo das Spülmittel mit transportiert. Dann wird das über Ventile das Wasser gesteuert. Wir schließen ein Frischwasser an, die Frischwassertemperatur kann bei 55 Grad nicht höher, muss nicht höher liegen. Über die Ventile, die dann verbaut sind auf den Erfassungssystemen, obendrauf wird dann das Medium dementsprechend bis hin zu den Düsen geführt. Die Düsen sind so angeordnet, dass jeder Abscheider einmal von vorne und einmal von hinten komplett besprüht wird und die ganze Fläche gereinigt wird. Ja, der Sprühvorgang ist so, dass es jetzt nicht alles auf einmal die Ventile öffnen und besprüht wird, sondern es wird kontinuierlich zuerst die vordere Seite am Abscheider gereinigt. Die ist ja auch am meisten verschmutzt, das hat man ja vorhin gesehen. Wenn der Abscheider richtig funktioniert, dann ist da richtig, Dreck dran, Phrasen, Rußpartikel. Die werden abgereinigt, je nach Verschmutzungsgrad kann man dann das Programm einstellen, ob es 1 Minute, 2 Minuten, Spülmittel, Nachreinigung, Vorreinigung. Also wenn die vordere Reihe einmal abgereinigt wird, und da ist es wichtig, dass die Abluftanlage in diesem Zyklus auch mitläuft, damit eben auch die Feuchte nicht nach vorne gehen kann, sondern dass da genügend Unterdruck geschafft wird, dass die Feuchte, wo dann durch die Düse besprüht wird, oder mittels Düse über den Abscheider gesprüht wird, dass die mit angesaugt wird und auch den Innenraum vom Abscheider reinigt. Gut, der hintere Bereich vom Abscheider muss gereinigt werden, der ist insofern wichtig, weil ja eben die Kunden, die so eine Anlage kaufen, die gehen davon oder investieren, die gehen davon aus, dass da dass ein Jahr lang mindestens bis zur Wartung niemand dran muss, um die Abscheide rauszunehmen. Und wenn ich nun vorne besprühen würde, dann würde sich durch die Feuchte hinten am hinteren Bereich eine richtige Brutstätte von Bakterien bilden. Deswegen ist es auch da wichtig, dass wir auch im hinteren Bereich der Abscheide komplett reinigt. Also nochmal zusammengefasst, in Intervallen einmal vorne, dann dahinter,
einmal gereinigt, das läuft durch. Ja, je nach Anlagengröße kann sein bis eine halbe Stunde oder 10 Minuten, ist der Reinigungsprozess beendet. Vom Prinzip, Vitali, wenn die Animation mal abspielen lässt, praktisch was man jetzt vereinfacht dargestellt sieht, ist das, was hinter der Abschottung, hinter dieser Edelstahl-Sichtblende passiert. Also auch eine Abreinigung von beiden Seiten. Es gibt Marktbegleiter, die reinigen nur von einer Seite, aber wir haben ein Hygienegutachten gemacht mit Bakterienstämmen, die wir im kompletten Bereich ausgelegt haben. Und ein sicheres Verhindern von Keimwachstum gibt es nur, wenn also beide Seiten abgereinigt werden, damit eben Keimwachstum unterbunden wird. Also das ist so das vereinfachte Prinzip von dem, was der Vitali mal gezeigt hat. Und dann haben wir noch vor der Mittagspause, das passt thematisch zu Essen hervorragend, überziehen wir noch 2-3 Minuten. 2-3 Minuten, der Holger noch mit einer automatischen Abreinigung aus dem Fine-Dining-Bereich. Bitte. Genau, also das ist die Stromburg im Hunsrück in Stromberg. Der eine oder andere wird sie vielleicht auch kennen oder schon mal da gewesen sein. Die wurde 20 Jahre lang von dem Johann Lafer betrieben. Da hat er seine 2 Restaurants drin gehabt, ein Sternenrestaurant und eins etwas gut bürgerlicheres. Da gab es jetzt einen Besitzerwechsel, kurz vor Weihnachten vergangenes Jahr, habe ich dann einen Anruf bekommen, dass man da umplanen will und so weiter. Und da sind wir dann rausgefahren, haben uns das vor Ort angeguckt, was ist da eigentlich oder was ist die Ist-Situation. Und wir haben dann so ein offenes Küchensystem vorgefunden. Das bedeutet praktisch, in dem Fall gibt es überhaupt keine angeschlossenen Abluftbereiche und auch die Zuluftbereiche. Das ist alles oben im Deckenhohlraum. Da sind nur durch Abschottungen wird praktisch der Deckenhohlraum als luftführender Kanal genutzt und man saugt über den Deckenhohlraum an und bringt auch die Zuluft einfach über den Deckenhohlraum als Druckdecke wieder in den Raum rein. Und im Abluftbereich sind halt diese Prallblech-Abscheidelemente drin, die auch regelmäßig rausgenommen werden müssen. Und es war da teilweise eine total chaotische Anordnung. Also da haben die Abluftfelder und Zuluftfelder, das hat nichts zueinander gepasst. Da haben teilweise Geräte unter Zuluft gestanden, die unter die Abluft gehört hätten und umgekehrt. Ja. Und wir haben dann mal eine Bestandsaufnahme gemacht, haben uns angeguckt, was sind da für Kochgeräte installiert. Es gab auch praktisch keine Bestandsunterlagen, also das war wirklich, wir mussten da von Anfang an nochmal alles machen. Ich habe die Luftmenge nochmal komplett nachgerechnet, weil wir haben dann schnell festgestellt, da hilft nur komplett alles raus. Eine neue Anlage, also auch ein neues Lüftungsgerät mit allem drum und dran, musste da rein. So, dann haben wir einen Lösungsvorschlag unterbreitet, basierend auf der Luftmengenberechnung, die wir gemacht haben, und haben dann diesen Kochblockbereich mit Hauben ausgestattet. Das ist, was man da, kannst du vielleicht mal die Lupe drauflegen, Vitali, genau. Das ist dieser Kochblock, da sind Induktionshauben mit Revex, mit Abschalterreinigung drin. Dann stirnseitig steht nochmal so eine Kippradpfannenzeile. Die haben wir genauso ausgestattet. Dann haben wir in anderen Bereichen rechts die Zuluftführung gemacht. Das sind Bereiche, wo eigentlich nichts groß passiert. Und an der Wand weiter runter nochmal, wenn du wieder nach unten und dann nach links gehst, da ist der Spülbereich angeordnet. Da haben wir praktisch ein Deckenelement gemacht, was auch höher hängt, weil diese Wand, da sind Fenster drin. Ich weiß gar nicht, ob man die da in den Grundriss sieht. Die sollten ja noch offenbar bleiben, deswegen muss man den ganzen Bereich höher. Da haben wir dann keine Hauben gemacht, sondern wirklich Deckenelemente. Also da ist wirklich eine Kombi. Da passt dieses Wort Hybriddecke halt perfekt. Eine Kombi aus Hauben, Decke und allem, was wir so haben, ist in dem Bereich reingesetzt worden. Hier sieht man nochmal in den Schnitten, wie das dann aussehen kann. Das sind die Hauben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu erkennen, mit der Revex-Einrichtung. Die brauchen dann entsprechend natürlich auch Anschlüsse. Die Magnetventile für den Wasserzulauf, die sind auf dem Haubendach angeordnet. Das kann man in der Regel noch gut kaschieren und kann die gut versteckt dahin führen. Problem ist bei diesen Hauben immer, wie kriege ich das Schmutzwasser wieder weg? Ich bin jetzt vorhin schon in der Pause gefragt worden, da gibt es auch Leute, die hätten auch Bedarf daran, aber sagen, oh, wir wissen nicht, wie kriegen wir da das Abwasser weggeführt und so weiter. Und deswegen habe ich dieses Projekt jetzt auch mal mit reingenommen, weil ich finde, da sieht man es mal, wie man es eigentlich ganz gut lösen kann. Wir haben in dem Fall an den Unterseiten der Hauben, wo die Stutzen sind, wo das Schmutzwasser ankommt, hat man mit Edelstahlrohren gearbeitet. Die Edelstahlrohre
gehen praktisch unten raus, werden dann zur Seite verzogen und wir haben ja da sehr große Haubenflächen, wo überall die Rebex drin ist und hat das dann zusammengeführt und an einer Stelle, wo es halt wenig gestört hat, nach unten geführt. Was man auch machen kann, das hatten wir da auch diskutiert, dass man dann einfach an der Stelle, wo man mit den Rohren, die müssen ja irgendwo da unten in den Bodenbereich gehen, einen Edelstahlkanal setzt und das schön verkleidet. Das hat dann praktisch die gleiche Optik wie die Haube selber auch, gebürstetes Edelstahl. Und so kann man eigentlich auch diese Abwasserführung optisch so hinkriegen, dass die keinen stört und vor allen Dingen die Arbeitsabläufe nicht gestört werden. Ja. Weil das Problem ist halt immer, wenn ich irgendwo diese Rohre runterführe, ja, und dann heißt halt, oh, da kann der Koch dagegen rennen oder bleibt mit irgendwas hängen und so weiter. Man muss sich Gedanken machen, gar keine Frage, aber man sieht es hier ganz gut, wir haben diese Rohre unterhalb der Stoßstellen, der Haupen verzogen, da kann sich keiner anstoßen, da kann keiner mit dem Kopf hängen bleiben. Also das ist es, ne? Da bin ich schon richtig jetzt mit dem. Ja, da bist du richtig. Genau, das ist die Abführung. Das ist 2 Zoll Ablaufrohr. Genau, 2 Zoll Edelstahlrohr und dann entsprechend verzogen. Und da muss man halt gucken, wo kriege ich dann Bodeneinlauf hin, wo kommt man mit dem Wasser weg. Aber das ist durchaus technisch machbar und auch, sagen wir mal, optisch so hinzukriegen, ohne dass es da großartig stört. Jetzt sieht man mal, was ich vorhin gesagt habe, so sieht das so aus, die Burg, das ist halt wirklich alte, dicke Gemäuer und steht ja natürlich auch alles unter Denkmalschutz. Da ist dann halt von dem Anlagenbauer, mit dem ich das auch geplant habe, ein riesengroßes neues Lüftungsgerät installiert worden. Ich glaube, wir haben 12.000 oder 13.000 Kubikmeter Luftmenge gehabt. Ja. Dieses Lüftungsgerät hat halt auch alle möglichen Bauteile drin, adiabate Kühlung, Wärmerückgewinnung, Befeuchtung, also das ist riesenlang mit Schalldämpfern und so. Die Leute, die Lüftungs- und Klimageräte kennen, wissen, was das bedeutet. Ja, und hier nochmal ein Auszug aus der Speisekarte. Da habe das uns Sven gezeigt, der war so begeistert, da hat er gesagt, nächstes Jahr machen wir unsere Vertriebstagung da. Kann mich nicht erinnern. Deswegen habe ich schon mal die Speisekarte rauskopiert, dass jeder schon mal weiß, dass er, hat er zu, gesagt, essen, ja. Also zu essen bekommt. Und da sieht man nochmal rechts den Investor. Das ist der Herr Kilger, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, das ist ein ursprünglicher Münchner, der aber in der Steiermark und auch in Ostdeutschland eine Bisonzucht hat, der extrem viel Gastronomie hat, hochwertige Gastronomie, Hotellerie, also ein Wahnsinnsinvestor, der diese Stromburg jetzt für einen langen, langen Zeitraum gepachtet hat. Gestern hat Holger Reul zu mir gesagt, das wäre das Mittagessen, wo jetzt kommt. Ja, genau. Wir sind 5 Minuten, Minuten drüber, deswegen Stichwort... Danke, Vitali und Holger. War improvisiert, aber vielleicht eine gute Idee, das mal öfter so im Dreiergestirn zu machen. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Hat geklappt.